Heidi Klum, sie zeigt ihre für Tom Kaulitz. Eine Fragerunde auf Instagram initiiert Heidi Klum, 49, äußerst selten. Umso schöner, dass sich das Model nun Zeit für die vielen Fragen seiner Fans nimmt und diese ganz privat beantwortet. So erkundigt sich ein Instagram-User nach Heidi Klums Status und bekommt prompt eine Antwort inklusive Fotomaterial. Als erstes zeigt die GNTM-Moderatorin ihre 4-Stern-Tätowierungen und erklärt, jeder Stern steht für eines meiner Kinder. Dann hält die 49-Jährige 2 weitere Tattoos in ihre Handykamera, die für die Liebe zu ihrem Mann Tom Kaulitz. 33, stehen, ein T direkt am Handgelenk des Models sowie den Namen des Tokyo Hotel Gitarristen. Der Heides Ringfinger ziert. Dazu offenbart Heidi, dass auch Tom ihren Namen am Ringfinger tätowiert habe. Bei der Premierenfeier im Stage Theater Neue Flora in Hamburg wird Moderatorin und Entertainerin Verona Poth. 54, zum Hingucker des Abends. Gemeinsam mit 3 Freundinnen besucht die 54-Jährige die Premiere des ABBA-Musicals Mamma Mia und bleibt vor allem mit ihrer Outfitwahl im Gedächtnis der MusicalbesucherInnen. Die zweifache Mutter entschied sich für einen engen Einteiler aus glitzerndem Stoff, der ihren Körper und vor allem ihr Dekolleté perfekt in Szene setzt. Ein dunkles Taillenband betont ihre Silhouette zusätzlich. Um den Look abzurunden, trägt Verona dezenten Schmuck, hohe Stiefeletten und eine Handtasche von Chanel. Katie Holmes, 44, ist seit Jahren für ihren guten Stil bekannt. Das amerikanische Glamour-Magazin ist der gleichen Meinung und hat die Schauspielerin zu ihrem Coverstar im April auserkoren. Eine gute Wahl, denn die Bilder des Shootings sind atemberaubend. Für das Cover trägt die 44-Jährige ein goldschwarzes Kleid von Gabriela Hearst. Die Haare sind in leichte Beachtbares gelegt und auch das Make-up überzeugt durch seine Natürlichkeit. Nichts ist zu viel oder zu wenig. Besonders intensiv wirkt der Blick der Schauspielerin. Ohne Lächeln, mit einem fordernden Gesichtsausdruck, aber dennoch sympathisch schaut sie in die Kamera. Die LeserInnen des Magazins sind begeistert. Nicht nur von der Präsenz der Schauspielerin, sondern auch von einem ganz besonderen Schmuckstück. Katie Holmes trägt auf den Bildern ihren goldenen Nasenring und scheint damit einen neuen Hype auszulösen. Eine Userin schreibt, jetzt will ich auch einen Nasenring, eine weitere kommentiert das Bild mit, liebe den Nasenring. Eigentlich sollte es nur ein netter Gruß aus Ibiza werden, doch das Model und Unternehmerin Lena Gerke, 35, mit ihrem neuen Selfie eine hitzige Fandiskussion auslöst, damit hat die Ex-GNTM-Gewinnerin wohl nicht gerechnet. Dabei wirkt auf den ersten Blick alles ganz normal, in einem weißen Short gekleidet. Die eine Hand am Hinterkopf und ein zartes Lächeln auf den Lippen, schaut Lena Gerke in die Kamera. Mascara betont die Augen, ein Gloss ihre Lippen. Doch gerade die sollen unnatürlich voll aussehen. Wie ein Fan in der Kommentarspalte schreibt. Ein anderer User schreibt, du siehst dir gar nicht mehr ähnlich. Hätte dich so nicht erkannt. Du warst so eine natürliche Schönheit. Ein Kommentar dürfte Lena allerdings besonders freuen, Partner Dustin Schöne. 37, setzt ein Flammen-Emoji unter das Selfie. Ob Lena auf die anderen Fanäußerungen reagiert, das bleibt abzuwarten. Als Person des öffentlichen Lebens weiß Halle Berry, 56, dass alles, was sie tut, beobachtet und bewertet wird. Egal ob bei ihren Filmen, ihren Beziehungen oder ihrem Körper. Ihr Selbstbewusstsein hat sie dennoch nicht verloren. Im Gegenteil, am Wochenende postete sie ein Bild von sich, das sie splitterfasernackt zeigt. Mit einem Glas Wein in der Hand genießt sie die Sonne auf ihrem Balkon. Dazu schreibt sie, ich mache, was ich möchte. Ein klarer Appell, der darauf abzielt, weniger auf andere zu hören und mehr auf sich selbst. Wenn man an Beatrice Egli, 34, denkt, dann kommen einem eingängige Melodien oder farbenfrohe Looks in den Kopf. Minimalistische, neutrale und elegante Outfits, wie sie die Französinnen gerne tragen.
verbindet man eher weniger mit ihr, bis jetzt. Die Schlagersängerin scheint sich in den Stil der stylischen Fashionistas verliebt zu haben und setzt auf zwei Accessoires des berühmten French Looks. Zu Ostern postet die sympathische Schweizerin ein Selfie von sich, das sie mit Cat-Eye-Brille und Barett zeigt. Ein Barett ist eine flache Kopfbedeckung ohne Schirm oder Krempe, die meist schräg auf dem Kopf getragen wird. Mit dem Bretelhemd zusammen gilt sie als französisches Markenzeichen. Beatrice Egli hat sich bei ihrem Outfit für ein helles Modell in Rosé entschieden, das gut zu ihrem Schal und der pfirsichfarbenen Sonnenbrille passt. Sehr klassisch und eine gute Alternative zu ihrem sonst recht auffälligen Look. Sie haben die Promi-Looks der letzten Woche verpasst? Den Fashion-Ticker finden Sie hier.